Ja, hallo liebe Klemmbausteinfreunde, willkommen zum Teil 3. Ich sehe vielleicht heute nicht ganz so fit aus. Das liegt daran, dass ich wahrscheinlich auch gar nicht so fit bin. Das heißt, dass ich nicht so wirklich fit bin. Sorry, wenn ich jetzt mal irgendwie die Wörter durcheinander schmeiße oder ähnliches. Aber ja, vielleicht sollte ich eigentlich doch besser im Bett liegen. Aber das tue ich den ganzen Tag schon und davon wird es auch nicht besser. Deswegen dachte ich mir, ja. Ich will wieder was bauen und daran will ich teilhaben lassen. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Und wenn ich merke, dass es doch nichts wird, dann werde ich abbrechen und nochmal den Rest nachholen. Nur so viel Zeit bis Sonntag bleibt nicht mehr. Wir haben ja heute schon quasi fast Dienstag. Wird knapp, ne? Ja, ich hätte es vielleicht doch etwas früher machen sollen, aber da ging es mir auch nicht so wirklich gut. Also. Wer jetzt genau wissen will, ich habe aktuell extremste Probleme mit Halsschmerzen, mit Ohrenschmerzen und mit Kopfschmerzen. In Verbindung damit auch teilweise abends mit leicht erhöhter Temperatur bis Fieber. Nein, kein Corona. Corona hatte ich schon, will ich nicht wieder haben. Das hier ist aber auch nicht viel besser. Ich tippe auf Mandelentzündung. Ich war bei einer HNO-Praxis gewesen. Die haben mir zwar Antibiotika verschrieben, aber ansonsten nicht viel dazu gesagt. Weder ob es ansteckend ist noch was es genau ist. Aber ich tippe auf Mandelentzündung, weil ich habe ein Fremdkörpergefühl im Hals. Und ja, das können eigentlich nur die Mandeln sein, die da so dick im Hals sitzen. Als wenn ich was in der Speiseröhre kleben habe, was nicht abwärts gehen will. Total nervig. Ja, nichtsdestotrotz habe ich jetzt Lust zu bauen und will euch teilhaben lassen. Und ja, also dass es Corona nicht ist, kann ich definitiv ausschließen, weil ich habe jetzt schon mehrere Corona-Tests gemacht und die waren alle negativ. Das dazu. Aber selbst wenn, ich bin zu Hause, wen soll ich hier anstecken? Ah, ja, man kommt ja nirgendwo hin. Die Freizeitaktivitäten sind ja alle abgeschaltet. Und dann hört man solche Sprüche von Laschet von wegen, ja, wir müssen Freizeitaktivitäten weiter begrenzen. Hallo, ich sitze hier jetzt gerade mal in meinem Trikot, was ich schon ewig nicht mehr anhatte, weil ich schon ewig nicht mehr trainieren konnte, was ich hasse wie die Pest. Ich würde so gern mal wieder zum Bowling. Ich habe schon gar nicht mehr gezählt, wie lange ich da jetzt schon nicht mehr gewesen bin. September? Oktober? So langsam reicht's. Die Kinos sind auch dicht. Was haben wir denn noch an Freizeitaktivitäten? Gar nichts. Spazieren gehen, Radfahren, das war's. Nee. Der ist weg von jeglicher Realität. Aber egal. Das hat jetzt nichts mit diesem Set zu tun. Wir wollen weitermachen. Ich habe den Karton hier stehen. Ich habe alles fein säuberlich zur Seite geräumt gehabt. Es ist alles hier drin. Wir machen weiter. Ich schalte jetzt gerade einmal die Kamera um. So. Und dann kommt hier zum Vorschein der 911, die Anleitung und die verbliebenen Tüten. Als da wäre die Nummer 9, die wir nicht brauchen. Die Nummer 7, die als nächstes kommt. Und die 8 und 10, die wir für den Tager brauchen. Ja, und hier haben wir dann noch die Reifen und die Heckscheibe, die wir auch nicht brauchen. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir machen mit der 7 weiter. Ich würde sagen, ich hasse es. Ich krieg's einfach nicht auf die Kette, dass ich würde sagen, wegzulassen. Aber gut. Das Problem habe nicht nur ich. Das merke ich bei vielen YouTubern. Damit bin ich nicht alleine. Das freut mich. Ich versuche zwar gegen diesen Satz anzukämpfen, aber es gelingt mir nicht so wirklich. Das so habe ich schon so gut wie weggeschafft. Also in den Videoübergängen findet ihr kaum noch ein so oder ja von mir. Das hier ist ein fließender Übergang. Da bin ich bereits sehr gut mit dran am Arbeiten. Na gut, ich will hier nicht zu viel Staub aufwirbeln. Wie man sieht, ich habe jetzt wieder meine Puzzlematte rausgeholt. Ja, es ist eigentlich eine Puzzlematte, aber auf der lässt sich halt auch gut mit Lego bauen. Und die ermöglicht mir, dass ich auch ohne Teller arbeiten kann, weil die Teile dann nicht so hin und her fliegen wie auf einer rutschigen Platte. Ergo kann ich hier ohne Teller arbeiten. Ui, ui, das ist aber ein fetter Kratzer.
Das ist aber ein ganz fetter Kratzer. Naja, die liegen hier auch lose mit in den Teilen drin. Das hat keinen. Ich weiß jetzt schon, dass ich gleich die Krise kriegen werde, wenn ich es so mache. Aber andererseits, nee, komm. Das muss sein. Ihr kennt mich. Ich kann so nicht arbeiten. Das ist einfach. Da kann es mir noch so schlecht gehen und ich das Modell so schnell wie möglich fertig kriegen will. Was in diesem Fall jetzt gar nicht mal der Fall ist. Weil es lenkt mich gerade tatsächlich sehr gut ab, muss ich sagen. In der Zeit, wo ich jetzt hier gerade zugange bin, merke ich meine Malessen gerade gar nicht so. Das lenkt mich gerade sehr, sehr gut ab. Deswegen war es vielleicht eine gute Idee, jetzt das Video zu machen und auf andere Gedanken zu kommen und nicht einfach nur rumzuliegen und irgendwelche YouTube-Videos zu gucken. Ich finde, das ist eine gute Idee. So. Ein bisschen sortierter. Ein bisschen. Aber jetzt weiß ich auch wieder, warum ich diese Matte weggenommen hatte. Die zieht die Katzenhaare noch viel stärker an als alles andere. Dieses saure Aufstoßen. Ja, das Schlimmste ist im Moment gar nicht mal die Halsschmerzen selber, sondern dass der Hals so dick ist, dass ich sämtliche Bewegungen ab hier weiter nicht ausführen kann. Ohne heftige Schmerzen. Schlucken, ja, ist so semi-angenehm. Und zwar semi-angenehm deshalb. Oh, es wird hier alles gerade magisch angezogen von meinen Haaren, von Katzenhaaren. Semi-angenehm deshalb, weil es ist in dem Moment, wo ich schlucke, zwar schmerzhaft, aber irgendwie angenehm. Das kann man kaum beschreiben. Deswegen würde ich sagen, semi-angenehm. Also irgendwie angenehm, aber irgendwie auch leicht schmerzhaft. Das ist, wie gesagt, schwer zu beschreiben. Mein Gott. Sorry. Ich suche jetzt mal gerade den siebten Bauschritt raus, wo wir stehen geblieben sind. Das haben wir doch schon, ne? Da. Da geht's weiter. Ja, und natürlich werde ich auch unter diesen Videos nachträglich, wie ich es bei allen Videos mache, noch einen Link posten, wo man das Ganze erwerben kann. Wobei, nee, Moment, das ist ja eins der Lego-Modelle, was ich habe. Da poste ich ja eigentlich eher gar nicht so einen Link drunter, aber ja gut. Ich will es keinem vorenthalten, ich mache euch einen Link darunter. Auch für die Teile 1 und 2 noch. Weil. Grundsätzlich, egal ob ich das Set empfehlen kann oder nicht, es wird bei mir immer einen Link geben, weil ich niemals für andere mitentscheiden möchte. Ich kann zwar meine Meinung äußern, dennoch kann ja jemand anders eine andere Meinung haben und das Set, was ich vielleicht scheiße finde, gut finden. Und dementsprechend finde ich es somit egoistisch, wenn ich dem vorgreife und weil ich es nicht gut finde, den Link dazu nicht zeige, wo ich es her habe. Weil wer anders will es ja vielleicht trotzdem haben und sich seine eigene Meinung bilden. Und bevor ich dann wieder irgendwelche Fragen in den Kommentaren bekomme, wo habe ich das her, wo habe ich das her, greife ich dem lieber vor und poste den Link dazu, egal ob mir das Set gefällt oder nicht. Und nein, ich verdiene mit den Links nichts. Ich will da anspielen auf eine gewisse Person, die auch schon ordentlich Ärger bekommen hat meinerseits. Vielleicht nicht persönlich. Aber in jedem Fall wird es noch bekommen durch YouTube und eventuelle weitere Instanzen. Weil, ja, das finde ich so ein bisschen verleumderisch, was die Person da getrieben hat. Nur weil ich einen Link poste, heißt das nicht, dass ich nicht glaubhaft bin. Ich bin eine Privatperson und das werde ich auch bleiben. Ich werde niemals mit Modellen handeln, geschweige denn meine Modelle verkaufen. Das kommt ja gar nicht in Frage. Es gibt gewisse Ausnahmefälle, wie jetzt gerade zum Beispiel, wo ich den Artimven erworben hatte und ja, durch einen bescheuerten Fehler, weil irgendwas bei PayPal schiefgelaufen ist,
meine Bestellung nicht sofort durchging und ich dementsprechend später dann noch meine Bestellung aufgegeben habe, weil ich dachte, sie hat nicht funktioniert. Und ein paar Stunden später bekam ich dann die Bestätigung von der ersten Bestellung und dann hatte ich die doppelt. In dem Fall natürlich habe ich dann das zweite Modell wieder verkauft, weil was soll ich mit zwei? Und das auch ohne großen Gewinn, lediglich die Gebühren draufgerechnet und den Versand draufgerechnet und das war's. Der Gewinn lag irgendwie bei 3 Euro, vernachlässigbar. Ich hatte damit die Spritkosten, weil ich musste durch die halbe Stadt. Das Paket passte zum Beispiel auch gar nicht in die Packstation, das heißt, ich musste dann nochmal ein Stück weiterfahren. Und das ist hier gerade sowieso totales Chaos in Bad Salzuflen. Wer hier aus der Ecke kommt oder hier durchfährt, der weiß, was ich meine. Die Hauptverkehrsader ist im Moment teilgesperrt, sprich mit Ampelanlage geregelt in alle Richtungen. Das heißt, erst hat die eine Seite grün, dann hat die zweite Seite grün, dann hat die dritte Seite grün, dann hat die vierte Seite grün. Das führt zu Stau ohne Ende. Und das ist einfach nur chaotisch. Und das ist nicht nur an einer Stelle, sondern die zieht sich über mehrere Kreuzungen. Das heißt, an mehreren Kreuzungen ist so eine Ampelanlage. Das heißt, wenn man grün gehabt hat, heißt das nicht, dass man an der nächsten auch wieder grün hat. Nein, nein, da steht man dann wieder. Und wenn man da grün gehabt hat, heißt das auch nicht, dass man danach wieder weiter grün hat. Nein, nein, da steht man dann auch wieder. Das heißt, es sind drei Ampelanlagen oder Baustellenanlagen, die nicht miteinander kooperieren. Totales Chaos. So kann man es am einfachsten beschreiben. Das hätte man vielleicht auch ein bisschen cleverer lösen können, meiner Meinung nach. Aber gut. Ich bin nicht im Straßenbau versiert, ich kenne mich da nicht aus. Ich habe zwar Elektrotechnik gelernt und kenne mich deswegen so ein bisschen damit aus, was man für Möglichkeiten hat für Schaltungssysteme. Und ich weiß, dass es da mit Sicherheit eine angenehmere Lösung gäbe, aber auf die Idee kam wohl keiner. Ups, jetzt haben wir was abgerutscht. Wo kommst du her? Du kommst hier von der Seite, nicht? Ja, genau. Mit dem Kackbraun. So, das habt ihr nicht gehört. Naja, jedenfalls hatte ich damit auch ein paar Malessen. Ich hatte, um zur Packstation zu kommen, ungefähr so grob 20 Minuten gebraucht. Und normalerweise, wenn diese Verkehrsader da jetzt nicht gestört wäre, dann wäre ich innerhalb von 5 Minuten dort gewesen. Wohlgemerkt mit dem Auto. Wahrscheinlich wäre ich zu Fuß genauso schnell gewesen wie jetzt mit dem Auto. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Deswegen sehe ich diese 3 Euro und als Gewinn nicht wirklich als Gewinn an, weil, naja, das habe ich an Sprit verfahren. So, weiter im Text. Naja, aber ansonsten verkaufe ich Sets eigentlich nicht, weil ich nicht Sets irgendwie für Wiederverkauf hole, sondern Sets hole, die mir gefallen und behalte. Grundsätzlich. Dementsprechend halte ich nichts davon, wie es viele so gerne tun, die sich Sets kaufen müssen, um damit dann Gewinn machen zu müssen. Davon halte ich so mal überhaupt nichts. Finde ich auch gar nicht toll. Weil man selber ist ja auch froh, wenn man mal ein Schnäppchen machen kann. Und sowas wird immer weniger, wenn solche Leute sowas machen. Wie jetzt zum Beispiel auch bei dem neuen Adidas Ultra Boost. Ich brauchte eigentlich dringend ein paar neue Schuhe und ich finde im Moment keine in meiner Größe. Es hätte welche in meiner Größe gegeben, wie jetzt zum Beispiel von Adidas, mit minimal höheren Kosten als denen, die ich sonst so ausgegeben habe. Aber die gibt es im Moment nicht. Ja. Fazit. Die waren nach nicht mal eine Minute ausverkauft. Und ich hatte mir zwar die Info gestellt, ich war zu dem Zeitpunkt aber gerade in der Ergotherapie. Und da habe ich dann nicht dran gedacht, in der Ergotherapie danach zu gucken. Dachte mir, mache ich dann danach. Ja, Pustekuchen, alle weg. Und jetzt werden sie verkauft für bis zu 400 Euro. Die haben nicht mehr alle Latten auf dem Zaun.
Klar, und dann stellen sie sich ja alle nur in die Vitrine. Schuhe sind zum Tragen da. Und die sind wirklich schick, die gefallen mir richtig gut, die würde ich sofort anziehen. Aber nein, das bleibt mir verwehrt, weil Leute meinen, sie müssten sie kaufen und teuer verkaufen. Sowas hasse ich wie die Pest. Das ist beinahe genauso schlimm wie das, was Lego mit seinen Preisen treibt. Ich finde da keinen Unterschied. Einfach nur ungerecht und egoistisch. Aber das ist meine Meinung. Mich würde mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare posten. Weil ich glaube, da stehe ich nicht alleine mit da. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich muss zugeben, ja, ich habe leider mir diese Marotte auch aufschwatzen lassen. Ich habe es aber bereut. Ich habe es definitiv bereut. Ich habe mir ein Set geholt, um es wieder zu verkaufen. Zwei, um genau zu sein. Und am Ende habe ich es dadurch, dass ich das GWP verkauft habe, plus minus null verkauft. Ich hatte dann noch keine Lust und keine Energie, diese Preise zu machen. Und bin dann ruckzuck zurückgerudert, weil ich konnte es irgendwie nicht. Das ist nicht meins. Nee, kann ich mich nicht mit anfreunden. Im Gegenteil, ich fand es nicht gut. Und ich war froh, als die Sets dann wieder weg waren. Weil, ja. Ebenso froh bin ich übrigens darüber, dass die keiner zu diesen horrenden Preisen gekauft hat. Bei mir. Im Nachhinein bin ich da sehr dankbar drüber. Weil, nein, nicht Geld um jeden Preis. Es gibt Grenzen. Und das fand ich moralisch nicht so wirklich toll. Und umso besser, dass es nicht geklappt hat. Das hat mir dann auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet. Schon schrecklich genug, dass ich mich dazu hab hinreißen lassen. Mir fehlt was. Weil das bin nicht ich. Definitiv nicht. Und das werde ich nicht wiederholen. Auf gar keinen Fall. Und das meine ich ernst. Nicht, weil ich jetzt sage, auf gar keinen Fall. Ich wollte jetzt nicht Kohl zitieren, von wegen, es wird niemals eine Mauer geben. Das meine ich wirklich ernst mit auf gar keinen Fall. So. Ach so, okay. Nee, wir bauen nicht erst die zweite Seite, wir bauen erst auf der Seite weiter. Okay, dann drehen wir wieder um. Da habe ich falsch gedacht. Man soll ja auch nicht denken. So, der Kotflügel. Und nein, ich ignoriere Penelope nicht, weil ich gerade zu vertieft in meinem Set bin. Das hat andere Gründe. Sie weiß warum. Weil sie soll mal so langsam lernen, dass sie nicht die Diva, the King of the was weiß ich ist. Auch wenn sie das vielleicht immer noch glauben mag. Aber ich versuche ihr das so ein bisschen auszutreiben. Weil sie meint, sich in die Ecke legen zu müssen, wenn man Lust hat, mit ihr zu knuddeln. Und guckt einen dann mit dem Arsch nicht an. Aber sobald man was machen möchte, egal was, ob Konsole spielen, ob Video drehen, es spielt keine Rolle, dann kommt sie an. Und dann will sie. Oder andersrum, auch wenn das Telefon klingelt, dann kommt sie an und versucht einem das Telefon aus der Hand zu schlagen. So nach dem Motto, hallo, ich bin hier. Das versuche ich ihr so ein bisschen auszutreiben. Das hatte ich nämlich vorhin, oder was heißt vorhin, heute Mittag gehabt bei einem wichtigen Gespräch, was ich hatte.
Und dann kommt die an und schlägt mir das Handy aus der Hand. Boah, das war ein wichtiges Gespräch. Da bin ich aber dann ganz anders geworden. Also, nee, deswegen versuche ich so heute gerade so ein bisschen, naja, sagen wir mal, zu ermahnen damit. Also ich würde niemals so weit gehen, dass ich meine Katze schlagen oder Gewalt androhen würde. Niemals. Könnte ich nicht. Aber gewisse Regeln muss man ihr schon mal beibringen. Und wo wir gerade bei Beibringen und Regeln und Katzen und so sind, da habe ich gerade ein tolles Experiment beendet, was so völlig in die Hose gegangen ist. Man sieht ab und zu bei YouTube, bei TikTok, überall diese schönen Katzenvideos, wie man die Katzen fernhalten kann von der Arbeitsplatte in der Küche. Ja, das funktioniert wunderbar. Das mag bei Katzen funktionieren, aber nicht bei Penelope. Ich habe die komplette Arbeitsfläche ausgerollt mit Alufolie. Von vorne bis hinten. Bis ins Waschbecken, übers Waschbecken hinaus. Komplette Arbeitsfläche. Sie springt drauf. Was ist denn das? Und dann stolziert sie da drauf herum, wie aus dem Comic geschnitten. Wie bei den Aristocats, dieses hoch erhobenen Hauptes, stolziert sie längs darüber, als wenn es der rote Teppich wäre. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Das soll sie davon abhalten, da drauf zu klettern, aber nö. Nö. Nicht Penelope. Ich hätte dazu gern ein Video von gemacht. Aber so schnell war ich leider nicht. Das war echt ein Bild für die Götter. Und ein Zeichen dafür, dass dieses System nicht bei allen Katzen funktioniert. Jedenfalls nicht bei Penelope. Da muss was anderes her. Ich weiß nur noch nicht was. Vielleicht findet sich irgendwann noch eine Lösung dafür. So. Dann brauchen wir viermal den. Ach, jetzt gehe ich auf einmal wieder Teile raussuchen vor. Nee, das machen wir nicht. Das brauchen wir bei Lego nicht. Das geht so einfach. Da kann man einfach drauf losbauen. Meistens. Ich bin ja echt mal auf den Kader Porsche gespannt. Da bin ich echt gespannt drauf. Aber den bewahre ich mir noch ein bisschen. Wie so manch anderes, was ich hier noch liegen habe. Ich habe hier noch so ein paar schöne Schätze liegen. Ich habe hier noch die Famicom liegen. Das ist die Spielekonsole, die es vor dem Nintendo gab, quasi der Vorreiter, die japanische Variante. Aus der ist der NES überhaupt erst entstanden. Und dann habe ich hier noch ein paar andere schöne Schätze. Lasst euch überraschen. Nach und nach wird das natürlich aufgelöst. So. Ah, die werden ja nur reingelegt und später fixiert. Ah, okay. Naja, dann. Ja, die werden jetzt hier nur reingelegt und gleich werden sie mit den beiden hier fixiert. Warum die wieder in Gelb sein müssen und die Platten da in Blau, das. Nee. Und dann hier wieder rote Steine drauf. Was soll der Blödsinn? Wollen die hier den nächsten Harlekin Porsche basteln oder was? Oh mein Gott. Nein, ich bin nicht egoistisch. Ist auch euer Gott. Haha. So. 7, 8, 9, 10. Mein Gott. Ach, schon wieder mein Gott. Ja, alles klar. Ich
Ich bin im Moment nicht so wirklich gut zurecht, auch wenn man es mir nicht anmerken mag. Vielleicht merkt man es mir auch an, ich weiß es nicht. Ich habe da gerade nicht so wirklich die Einschätzung für. Ich hoffe einfach nur, dass die Antibiotika jetzt wirken, die ich heute bekommen habe. Heute? Ja, doch, noch heute. Die soll ich jetzt 5 Tage nehmen. Und wenn es dann nicht besser ist, ja, dann soll ich mich in der Klinik einfinden. Ich werde schauen. Ich hoffe nicht, dass ich mich in der Klinik einfinden muss. Habe ich keine Lust drauf. Vor allem ist Ende des Monats noch was Wichtiges, worauf ich auf keinen Fall verzichten will. Da bin ich mit einem guten Freund, der auch einen Kanal betreibt, zu etwas ganz Besonderem eingeladen. Näheres wird nicht verraten. Ich weiß, ich bin gemein. Aber das wird nicht verraten. Ich denke mal, da wird es früh genug noch Infos zu geben. Obwohl, nee, wahrscheinlich nicht. Aber mal schauen. Bleibt abzuwarten. Über gewisse Dinge darf man vielleicht dann auch gar nicht mehr sprechen, wenn es soweit ist. Aber egal. Ich habe nichts gesagt. Was ist denn das? Wieso springt er immer ab? Bleibst du wohl dran? Ein Sprungstein. Na, jetzt bleibt er. Er bleibt, aber wo ist das andere Teil hin? Ja. Er hat ein ziemliches Spaltmaß an der Stelle. Jetzt, wo er bleibt. Das ist doof. Das will ich weghaben. Okay, der Stein hat ein bisschen zu viel Klemmkraft, würde ich sagen. Bleibst du da wohl drauf? Naja, okay. Das Problem hat scheinbar nicht nur Blue Bricks. Kann auch bei Lego passieren, wie man sieht. Springende Pfeile, nicht springende Punkte. Ja. Das ist der springende Punkt. Oder war es das springende Teil? Jetzt bauen wir, so wie es aussieht, die Fronthaube. Jetzt kommt auch noch Sodbrennen dazu. Super. Naja, so viel wie ich jetzt schon aufstoßen musste, ist das auch kein Wunder. Was will man machen? Immer all diese Katzenhaare. Kommen die nur her? Verstehe ich gar nicht. Oh, ich habe schon wieder mein Handy mit meinem PC verknüpft. Das ist aber doof. Jetzt melde ich mich die ganze Zeit über den PC, dass ich eine WhatsApp bekomme. Da brauche ich mein Handy auch nicht lautlos machen. Das bringt dann echt viel. Weil ich habe mein Handy extra lautlos gemacht, aber wie ihr hört, bringt das nichts, weil der PC dann laut macht. Das ist ja egal. Jetzt nicht zu ändern. Wir machen jetzt keinen Cut. So, da haben wir die Fronthaube. Damit sind wir an dem Punkt, wo wir uns entscheiden müssen. Beziehungsweise bereits entschieden haben. 230 war es, ne? Genau. Und zwar für die wunderschöne Targa-Variante mit diesem, ach so phänomenal, wo ist die Kamera da?
Mit diesem genial geschwungenen Heckdach. Das ist einfach diese Scheibe hinten. Das macht das Heck einfach perfekt. Diese geschwungene Scheibe komplett einmal rum. Wahnsinn. Wird natürlich hier nicht ganz so leicht hinzubekommen sein und nicht ganz so ästhetisch sein, aber es ist auf jeden Fall angedeutet. Und nicht diese eckige Variante mit. Nee. Turbo-Variante gefällt mir überhaupt nicht mehr. Bis hierhin gefallen mir die 911 alle sehr gut. Und so ein Ur-911 oder 912, boah, den hätte ich ja selber gern, aber die kosten ja ein Vermögen. Selbst der 912, der eigentlich als Billig-Variante rausgekommen sein sollte, kostet mittlerweile mehr als der Ur-911. Also, das hat ja mal so wunderbar gar nicht geklappt, dass die einen günstigen 911 geschaffen haben, weil dieser 912 noch viel, viel wertvoller geworden ist. Da hat auch keiner mitgerechnet. So, wir brauchen jetzt Tüte 8 und 10. Brauchen wir jetzt beide gleichzeitig? Scheinbar. Na gut. Ach so, und an dieser Stelle, Kasi, ich habe gesehen, dass du mir eine WhatsApp geschrieben hast, aber ich werde da jetzt nicht nachgucken, weil ich bin jetzt hier am Drehen. Nur, dass du Bescheid weißt. An dieser Stelle schöne Grüße an Kasi Brickborn. Denn der hat mir gerade versucht, was zu mitzuteilen, aber ich habe jetzt keine Zeit. Und wie man merkt, stehen wir im ständigen Kontakt. Sind ja auch gute Freunde und ehemalige Arbeitskollegen. Ja, das finde ich auch ganz toll, ne? Alles bedruckt, auch was man nicht braucht. Das wird das perfekte Kennzeichen für mein Pickup. Jo, das nehmen wir für den Pickup. Das weiß ich noch nicht. Definitiv kriegt er ein deutsches Kennzeichen natürlich. Stuttgarter Kennzeichen, das wird auf jeden Fall so sein. Oha, da sehe ich schon gleich was nicht so Tolles. Hier haben wir leichte. Oh, nö, schon recht tiefe Kratzer. Was mich aber nicht wundert, so wie die verpackt sind. Aber was ich hier schon sehe, vermilbt, ja, milchig. Die sind nicht komplett klar. Die sind milchig. Zwar nur leicht, aber milchig. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Die sind nicht 100% klar. Und so einen leichten Milchschimmer. Ja, und die Felgen finde ich natürlich auch viel schöner als die vom Turbo. Die silbernen sind schöner als die schwarzen. Kommen erstmal zur Seite. Ja, die Qualität bei Lego hat auch deutlich nachgelassen. Die können sich also mit dem Preis nicht mehr an der Qualität festhalten. Das definitiv nicht. Da müssen sie sich schon was Neues für einfallen lassen. Und ich sag mal so, hätte ich den nicht so günstig geschossen, hätte ich ihn mir nicht geholt. Den Preis, den die verlangen, wäre mir absolut überhaupt nicht wert gewesen. Dann hätte ich eher darauf verzichtet oder, das will jetzt vielleicht keiner hören, mich dann irgendwann gefreut, dass es den vielleicht als Kopie gibt. Habe ich nicht gesagt. Wäre dann aber so, wenn ich ihn nicht so günstig kriegen könnte. Was soll ich da lügen?
Es wäre tatsächlich so. Weil das ist ein Unding, 130 Euro hierfür. Aber gut. Das ist Lego. Ich habe für knapp 53, das finde ich schon mehr als günstig. Ich hätte auch deutlich mehr bezahlt. 60, 65 wäre ich bereit gewesen. Die ist es jetzt auf jeden Fall wert. Oh, kein weiter. Schwupp. Zack. Das wird die Hinterachse. Aha. Und wieder neue Farben, wieder, also neu nicht, aber wieder weitere bunte Steine dazu. Oh, das ist. Nee. Bin die nicht so schön. Irgendwie habe ich hier zwei Haare, die so ganz komisch gewellt sind, die mir die ganze Zeit an der Wange kitzeln. Das ist nervig. Aber jetzt wegen den beiden extra das Glätteisen schwingen? Nein, danke. Vorher binde ich die noch zum Zopf. Wofür die mal gerade lang genug sind noch. Aber mir blieb ja nach dem Corona-Chaos nichts anderes übrig. Die waren ja so kaputt und verfilzt. Das musste alles runter. Leider. Im Nachhinein bin ich aber gar nicht böse drum, weil mir die Frisur danach sehr gut gefallen hat. Und ich habe dann auch meiner Stammfriseuse gesagt, sie soll unbedingt das sich so vormerken, dass es beim nächsten Mal gleich wieder so aussieht. Das ist echt gut. Gefällt mir doch deutlich besser, als ich ursprünglich mal angenommen hatte, wie es mir gefallen würde. Ah, okay. Das wird hier mit Baurichtungsumkehr gemacht. Die Achse hält im Prinzip nur auf der einen Doppel-C-Clamp. Da ist die Kamera. Auf der Doppel-C-Clamp. Einmal zwei Modified C-Clamp. Auf der wird das hier festgeklippt. Zack. Daran hält die gesamte Achse. Wahrscheinlich wird das jetzt nochmal unterbaut, dass das nicht rausfallen kann, aber ja. Daran hält. Interessant. Wird das nochmal überbaut? Ne, sieht nicht so aus, ne? Ne, es bleibt so. Okay. Wenn es hält. Also man kann die Achse dann jederzeit rausnehmen. Interessant. So, hier unten wird weitergemacht. Gerade habe ich wieder so einen kurzen Schub, wo es mir nicht so dolle geht. Wieso sind da einmal eins Fliesen drin und hier einmal eins Fliesen drin? Was soll der Blödsinn? So viel zum Thema sortiert. In zwei verschiedenen Tüten die gleichen Teile drin. Das ist doch wohl voll dämlich. Vor allem für jemanden, der Ordnung liebt wie ich. So, haben wir jetzt die Inverted Slopes. Fliesen. Einmal eins. Und die Brick Arch. Einmal vier. Ach, mein Gott. Oder Brick Slope einmal vier? Ich weiß es nicht. Wenn ihr wisst, wie die Teile heißen, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich versuche es immer wieder nachzuschlagen und vergesse es jedes Mal wieder. Mich interessiert schon so lange, wie die genau heißen. Es kann auch sein, dass ich es mittlerweile einmal gesehen habe und wieder vergessen habe. Auch möglich. Es würde mich auch nicht wundern.
Aber je öfter man es liest, desto eher behält man es ja vielleicht irgendwann mal, ne? Davon brauchen wir vier. Und wieso liegt da die vierte? Oh. Da sind drei 2x2 drin und da ist eine 1x2. Das soll der Scheiß. Ja, ich weiß wieso. Weil das Teile sind, die nur für den Targa benutzt werden und die werden da nicht. Ja, schon klar, aber trotzdem, das ist lästig. Das ist doof. Unsymmetrisch. Noch dazu. Ich glaube, dass sie dann 2 und 2. Nein, dann machen sie 3 und 1. Da kommt der Monk in mir durch. Wobei, der ist schon echt abgeschwächt. Ich hatte mal einen richtig heftigen Monk, wenn man so will. Der existiert Gott sei Dank nicht mehr. Ich sag nur, dass eine Szene bei mir gang und gäbe war. Also als ich die damals in der Serie Monk gesehen habe mit meiner Mutter, ich glaube, da war es sogar meine Mutter, die mich dann darauf ansprach und meinte, komisch, kommt mir irgendwie bekannt vor. Und ich habe dann nur hämisch gegrinst und dachte mir nur so, ich wäre am liebsten im Sofa versunken, wäre ich. Und zwar ist das die Szene, wo der Monk zwei Glaskannen mit Kaffee umschüttet, weil die eine fast voll und die andere fast leer ist. Und macht die beide wieder gleich voll. Und exakt diese Szene habe ich viele, 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 viele Jahre vorher in meiner Kindheit auch schon geschafft. Mit Kaffee. Koffeinfrei und normalem Kaffee. Nur, dass es da keine Glaskannen waren, aber so Thermoskannen, wo man so reingucken konnte. Und das hat mich gestört. Das hat mich so gestört. Ich habe dann auch die eine Seite umgekippt. Ich hätte die eine leer, die andere voll machen können. Wollte ich aber nicht, weil das ist dann auch wieder ein Ungleichgewicht. Also habe ich beide gleich voll gemacht. Ja, der eine Kaffee war aber koffeinfrei. Und dann durfte meine Oma neuen Kaffee kochen. Schöne Scheiße. Naja, gut. Reden wir nicht drüber. Monk ist Geschichte. Jedenfalls, das ist eine Szene, die ist wie aus dem Bilderbuch geschnitten bei mir, wie aus dem Leben gezeichnet. Die passt einfach eins zu eins, leider. Und so schlimm war ich tatsächlich mal, ja, aber das ist vorbei. Mich hat auch mal aufgeregt, wenn ich in einem Restaurant gesessen habe und gegenüber saß eine Gardine schief oder ein Bild schief. Das konnte ich überhaupt nicht haben. Da bin ich dann irgendwann aufgestanden und habe das berichtigt. Das habe ich mittlerweile nicht mehr. Weiß nicht wieso. Ich bin da ziemlich abgeflacht. Ich brauche zwar immer noch meine Ordnung zum Bauen oder zum Arbeiten generell. Aber ich habe nicht mehr das Verlangen, alles so hundertprozentig ausrichten zu müssen und alles muss gleichmäßig sein und das ist Gott sei Dank weg. Und da bin ich nicht böse drum. Im Gegenteil, das hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich da jemals so drüber wegkomme. Oh, da gehört noch eine Plate drunter. Dann würde das auch mit der Höhe passen. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ah, da ist sie. So. Düt, düt, düt. Eins. Zwei. Viertel vor drei. Okay. Sitzt.
Also ich habe zwar erwähnt, dass ich jetzt Baum mit der Gräfin häufiger machen werde, wenn es euch gefällt soweit. Allerdings erwartet jetzt nicht, dass es gleich im Anschluss wieder eine gibt. Es wird schon eine kleine Pause dazwischen geben. Denn so gerne ich es auch mache, irgendwann geht mir das Sprachmaterial aus. Also ich kann zwar viel quatschen und das ist auch gar nicht schlimm, aber ja, es ist halt so, dass. Na, das haben die sich jetzt toll vorgestellt. Das soll man da jetzt so reinkriegen? Bitte. Naja, gut. Der Tank. Scheinbar der Tank. Der aber irgendwie nicht gerade sitzt. Gerade noch davon gesprochen, dass mich das nicht mehr so aufregt, aber in gewissen Dingen sollte es doch schon. Naja, egal. Sitzt schief. Ist modern. Schmeiß weg. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja. Ich kann zwar viel quatschen, aber hier und da geht mir dann auch mal schnell der Gesprächsstoff aus. Beziehungsweise dann könnte es passieren, dass ich mich in gewissen Sachen verplappere, die ich noch gar nicht bekannt geben will. Und dass das nicht passiert, ja, dazu muss ich dann halt mal zwischendurch vielleicht doch eine kleine Pause machen. Denn ich will ja noch nichts ausplappern, was noch nicht spruchreif ist. Beziehungsweise selbst wenn es spruchreif ist, gibt es auch Dinge, die man vielleicht nicht sagen darf. Von gewissen anderen Seiten. Die vielleicht erstmal noch geheim bleiben müssen. Und das muss dann auch so bleiben, ne? Logisch. Ich meine, gut, ich kann Geheimnisse gut verwahren, aber ich weiß, wenn ich so am Plappern bin, dann kann ich auch mal schnell versehentlich ein Wort, ja, verwenden, was darauf anspielen könnte, wenn man es wüsste, aber ja, es ist noch nicht so gefährlich, dass ich mich damit verplappere. Meistens kriege ich noch die Kurve rechtzeitig. Eigentlich bisher immer. Aber gut, das ist jetzt nicht das, worauf ich hinaus will. Ich will darauf hinaus, dass es halt nicht regelmäßig jetzt jeden Sonntag oder jeden zweiten Sonntag ein Bauen mit der Gräfin geben wird. Auch wenn mir das mega viel Spaß macht. Ja, es ist zwischendurch auch mal ganz gut zu bauen, ohne zu quasseln. Einfach nur bauen und die Seele baumeln lassen oder ein Hörspiel hören. Im Moment John Sinclair sehr viel. Kann ich nur empfehlen. Der Geisterjäger. Einfach genial. Ich habe die komplette Klassikreihe schon durch. Das sind 42 Folgen, beziehungsweise mittlerweile sind, glaube ich, sogar vier neue dazugekommen, die ich noch nachhören muss. Und jetzt bin ich gerade bei der Standardausgabe. Und da bin ich bei Folge 44, glaube ich, mittlerweile. Die geht aber weit über 100. Ich glaube, bis kurz vor 200. Da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Aber kann ich nur jedem empfehlen. Vor allem die Synchronsprecher, die dabei sind, erkennt man alle. Nicolas Cage, Daniel Craig und. Die ganzen namhaften Synchronsprecherstimmen sind dort vertreten. Hier, eine meiner Lieblinge auch, vor allem auch von den Schauspielern her. Oh, wie heißt er jetzt gleich wieder? Ah. Ich meine, es ist nicht Jason Statham, auch der gehört zu meinen liebsten Schauspielern. Der ist auch von der Stimme her mit dabei. Aber nein, den meine ich nicht. Ich meine Ben Kingsley. Ja, genau. Auch eine hammergeile Stimme, die deutsche Synchronstimme. Und die sind alle vertreten. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Es ist einfach ein hammergeiles Hörspiel. Von Folge zu Folge immer wieder fesselnd. Und die meisten davon sind im Amazon Prime verfügbar. Einige wenige gibt es nur über Amazon Unlimited. Was sich aber vollkommen lohnt dafür.
Was wollen die jetzt von mir? Den so drauf. Okay. Hätte ich vielleicht andersrum machen sollen, dass die... Ja, doch, besser. Die nicht ganz so verkratzten Seiten nach außen. Weil die sind doch arg zerkratzt an den Stellen. Das ist nicht so toll. Ich kann es euch gleich nochmal zeigen. Gucken, ob die Kamera ist fokussiert. Na, schwierig, ne? Ich zeige euch das gleich mal mit einer Videoeinblendung. Mit meiner Handykamera. Da kriege ich das, glaube ich, besser eingefangen. Und dann bin ich sofort wieder da. So, jetzt zeige ich euch gerade einmal die Stellen, die ich meine. Also hier sieht man einmal das leicht milchige. Ich denke, man kann es erkennen. Ist ein arger Unterschied zu den beiden Runden. Man sieht diesen leichten Blaustich, dieses milchige, kann man doch ganz gut erkennen. Und auch viele Mikrokratzer. Aber das, was ich jetzt meine, waren diese dicken Kratzer hier unten. Die sind zum Glück beide nur auf einer Unterseite, sodass ich, wenn ich die drehe, nicht ganz so starke Kratzer habe. Hier sind zwar auch so leichte Kratzer, aber die sind nicht ganz so extrem. Und hier das gleiche. Die befinden sich nur quasi an der Unterseite und dementsprechend ist die andere Seite verschont. Ja, es gibt hier und da ein paar Kratzer, aber okay. So, nun habt ihr gesehen, was ich meine. Und dann machen wir mal weiter. Wir sind stehen geblieben bei 37. Okay. Das heißt, als nächstes kommt die da drauf. Und die beiden 1x2 modified hier drauf. Dann umdrehen und Fliesen drauf. Und hinten C-Clamps. Und dann wird das Ganze eingeklipst. Nee, eingeklipst? Doch, klar, hier. Oder? Okay, so nicht. Du musst da schon. Das ist aber doof. Das ist aber jetzt ganz doof. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Das reißt mir hier alles kaputt. Irgendwas passt hier nicht. Warte mal. Machen wir nochmal ab. Hat ja eine hohe Klemmkraft. Viel zu hoch. Wahrscheinlich liegt es daran. Ah, so gehört das. Okay. So. Ja, auch hier. Ja, quasi. Ich höre mir das gleich an. Ich kann gerade nicht. Und ich kann die hier auch nicht einklipsen, weil irgendwo stößt es gegen. Sitzt die Bank zu weit hinten? Muss die weiter nach vorne? Ah, deshalb. Die Bank war zu weit hinten. Okay. Ja, die ist mir einmal abgegangen und dann habe ich sie wieder dran gesetzt und ich wusste nicht, ob es richtig war. Deswegen war ich da jetzt gerade skeptisch und das war auch gut so. Fehler schnell entdeckt. Zack.
Da haben wir dann das Tagerdach. Also, das Tagerdach selber fehlt noch, aber wir haben die Heckpartie. Jo. Jetzt kommt dann wahrscheinlich das Tagerdach. Ne, die Motorhaube kommt erst, ne? Genau. Erst kommt die Motorhaube. Dafür nehmen wir diese schönen Plate Modifieds. Wenn mich die Haare weiter so nerven, dann mache ich gleich echt einen Zopf. Auch wenn im Moment alles andere als toll aussieht mit den kurzen Haaren. So, das Tager in die Mitte. Und zu. Kommt das Tagerdach? Nein, jetzt kommt erstmal der Zopf. Jetzt ist vorbei. Jetzt reicht. Für solche Fälle habe ich ja immer ein Haargummi in der Tasche. Frisch aus der Waschmaschine. Denn teilweise lasse ich die auch einfach mit in der Wäsche. Ich nehme sie zwar aus der Hosentasche raus, aber ich lasse sie mit in der Wäsche. Und dann werden die mit durchgewaschen. Also die aus Stoff zumindest. Nur beim Trocknen, da nehme ich sie vorher raus. Deswegen, wenn ich eine Maschine programmiere, die direkt trocknet, da habe ich dann keine Haargummis drin. Beziehungsweise, wenn es mal vorkommen sollte, dann ist es wahrscheinlich danach so unnutzbar, dass ich es Penelope bedenkenlos geben kann zum Zerkleinern. Denn sie hat es ja mittlerweile schon einmal hinbekommen, ein Haargummi richtig zu zerstören. Mir wurde damals gesagt, sie spielt gerne mit Haargummis. Aber dass sie tötet wie eine wilde Bestie am Ende, das hat man mir nicht mitgeteilt. Das Ding war mehr als unbrauchbar. So. Und wie ihr seht, es sind die letzten Teile. Es ist jetzt gleich vorbei. Jetzt kann man das hier drunter packen. Zack, und weg ist es. Und dann kümmern wir uns um die Reifen. Irgendwas passt, glaube ich, noch nicht. Lackstopper schön und gut, aber die vier, die bleiben mit Sicherheit nicht übrig, oder? Die habe ich doch wieder irgendwo übersehen. Kann man mir sagen, was man will? Ah!
Ah. Ja, ich sehe auch wo. Da ist eine Lücke. Da darf gar keine Lücke sein. So. Die 1x2-Plates müssen da noch drunter. Und wenn man es jetzt anklipst, was nicht geht, weil die Clips mit abgegangen sind, die halten wirklich sehr gut. Viel zu gut. Wenn man es jetzt anklipst, dann klemmt es oben noch mal extra über die 1x2 auf jeder Seite. Zack, doppelt fest. Jetzt wackelt da auch nichts mehr. So schön. Ja, und die brauchen wir noch und die sind über. Und das Kennzeichen, da, das muss vorne noch dran. Zapp. Aber ich frage mich, warum da nur ein Kennzeichen von denen bei ist. Ich meine, gut, es gibt einige Staaten, wo vorne, glaube ich, kein Kennzeichen benutzt wird, aber nicht alle. New York weiß ich jetzt gar nicht. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber ich meine, die haben vorne und hinten. Ich kann mich natürlich täuschen. Klar. Oder aber die haben das Ganze in der Lager-Variante mit drin. Aber das glaube ich nicht. Nö. Haben sie nicht. Ja. Jedenfalls ist da von jedem nur eine da. Jetzt kommt das Finish. Moment. Ja, mach kaputt. Moment. Ach, die haben es diesmal auf beiden. Das ist aber dämlich. Dieses fette Lego Group. Naja, gut. Ich dachte, das hätten sie jetzt nur auf der Innenseite. Wie man es von manch anderen Hersteller kennt. Aber nö. Das haben die auf beiden Seiten. Na, schade. Na gut, dann bleibt das lesbar. So, da ist er fertig. Lenkrad lenkt mit. Und zum Fazit kommen wir gleich. Ich muss mal gerade noch mal wohin. Ja, da melde ich mich zurück mit dem Fazit, allerdings nicht direkt im Anschluss. Mir ging es so bescheiden danach. Ich musste abbrechen. Ich habe jetzt erst geschlafen, gefrühstückt. Wir haben es jetzt fast Mittag. Und also des Folgetages folglich. Und jetzt kommen wir zum Fazit. Mir geht es zwar jetzt auch noch nicht besonders, ich werde mich gleich nochmal hinlegen, aber ich wollte das jetzt gerade einmal beenden. Das kriegen wir, denke ich, hin. Ja, Fazit zu dem Modell ist soweit ganz ordentlich. Also ich bin zufrieden, vor allem weil alles bedruckt ist und es ist auch gut verbaut und verarbeitet. Also ich habe nichts zu mosern, außer wie gesagt hier hinten, das müsste TransClear sein. Also TransOrange und nicht einfach Orange. Das ist das Einzige, was ich zu meckern habe an dem Modell. Ansonsten bin ich damit top zufrieden und gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Jetzt gucken wir auch mal nach dem Dach. Das ist ja hier unten drin. Das kann man hier natürlich dran klipsen. Zack. Und dann hat man das Targa-Dach geschlossen. Ja, was ich da jetzt nicht so toll finde, dass das Grau hier rausschimmert. Man sieht hier die grauen Streifen. Die bleiben natürlich sichtbar nach vorne hin. Das ist nicht so schön. Hätte man anders lösen können, genau wie nach hinten das Weiß rausschimmert. Also das Weiß hier, das Grau hier schimmert schon durch. Das ist nicht so toll. Das hätte man garantiert auch anders lösen können. Alles klar. Da war eine kleine Gap, die wollte ich löschen. Also schließen.
Und das Taxi, das Modell sagt sich nicht mit mir. Ja, schön. Ganz toll. Jetzt haben wir wieder ein bisschen zu bauen. Das hier ist die Motorhaube, die kommt erstmal ab. Du heilige, nee. Heilige ahnst es nicht. Ja gut, es ist hier und da scheinbar ein bisschen instabil. Hätte vielleicht etwas stabiler an manchen Stellen gebaut werden sollen. Ah, nur etwas. Also es war jetzt nicht viel Druck notwendig, um das zu schaffen. Das mal dazu gesagt. So passt das nicht. Wieso passt das nicht? Wo ist der Unterschied? Die sind doch beide gleich. Ach, bei dem ist die Plate mit abgegangen. Dann gehört der definitiv hier hin. Ha! Da ist der Fehler. Das ist aber falsch. Muss aber so rum. Aber das muss nach unten. So. Oh, mein lieber Herr Scholli. My lovely heavy singing club oder so ähnlich, ne? Ne, mein lovely Mr. Singing Club. So. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, das Ding ist wieder repariert. Mir juckt die Nase, das kann man sich nicht vorstellen. Die läuft nicht, aber die juckt. Ja, okay, bis auf diesen kleinen Fauxpas, alles soweit gut. Türen lassen sich öffnen, Türen lassen sich schließen. Gut durchdacht. Ich habe nichts weiter dran auszusetzen. Ich werde gucken, dass ich mir noch das Beleuchtungsset bei Gelegenheit hole, was hinten Trans-Orange-Steine benutzt. Das kostet zwar minimal mehr als die anderen Beleuchtungssets dafür, aber ja, dafür hat man dann hinten Trans-Orange, auch wenn es nicht leuchtet. Und das macht doch deutlich mehr her, finde ich. Ansonsten finde ich das Modell echt Knorke. Knorke. Richtig Knorke. Richtig spitze. Finde ich gut. Gelungen. Ja, ich weiß nicht, was ich da noch zu sagen soll. Es hat Spaß gemacht zu bauen. Es ist alles bedruckt. Abgesehen von dem Preis, der aufgerufen wird, bin ich damit sehr zufrieden. Der Preis, den ich bezahlt habe, der war mehr als in Ordnung. Aber das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Die Targa-Variante werde ich definitiv nicht daraus bauen. Die Turbo-Variante. Denn als Turbo gefiel der mir noch nie so wirklich. Ist er mir zu macho. Das muss ein Porsche nicht sein. Porsche muss sexy sein, nicht macho. Aber gut, das ist meine Meinung. So fing es jedenfalls mit dem Ur-Porsche an. Und irgendwie hat er sich dann zu einem, ja, Schwanzverlängerungsvergleich entwickelt, wie man so schön sagt. Ich finde die Ur-Porsche immer noch am schönsten. Den hier ist der letzte schöne, den es gab. Danach kamen nur noch hässliche Modelle, finde ich, in meinen Augen. Bis hierhin war Porsche eine richtig schöne Marke. Egal, ob es der 911 war, der 912, der 356 war auch schon nicht schlecht. Davor. Der 914 ist auch ein richtig schnickes Ding. Den finde ich auch richtig schön, den VW Porsche. Alle in allem, bis hierhin haben die schöne Porsche gebaut. Der 924 war auch ein schönes Teil. Ich könnte so weitermachen.
Aber als die hier von den Turbo gemacht haben, da war vorbei. Da war vorbei. Da hat sich's für mich erledigt mit Porsche. Also vom Geschmack her, vom Design her. Nee. Ich habe auch Need for Speed Porsche gespielt. Mehrfach durch, am PC und an der Konsole. Sind ja im Prinzip zwei verschiedene Spiele, obwohl es die gleichen sind. Weil sie völlig verschieden gehandhabt werden und in völlig verschiedenen Orten spielen. Und ich finde es für PlayStation noch viel, viel schöner. Die Städte und die Musikuntermalung ist an der PlayStation viel, viel schöner gewesen. Und gerade wo man so in den jungen Porsche-Jahren fährt, diese typische 50er, 60er Musik, oh, die liegt mir jetzt noch in den Ohren. Die hört sich so genial an beim Fahren. Könnte ich jederzeit wieder machen. Aber ich wüsste nicht, wo ich das Spiel jetzt habe. Ich weiß zwar, wo ich meine PlayStation habe, aber ich weiß nicht, ob ich das Spiel noch irgendwo habe. Könnte ich jetzt gar nicht mal sagen. Ja. Fazit: Ich bin nur super zufrieden. Und das hier ist übrig geblieben, noch in dem letzten Schritt. Klar, die Scheibe ist über, weil Turbo-Variante. Das werde ich jetzt alles noch wegsortieren. Beziehungsweise den Beutel lasse ich geschlossen und packe den so erstmal weg. Weil vielleicht kann man die Teile ja irgendwo noch woanders verbraten. Alternativmodelle gibt es ja bestimmt demnächst mal bald wieder davon bei Rebrickable. Lasst mich mal überraschen, was sie da noch Schönes raushauen. Dafür lasse ich die erstmal noch geschlossen, die Tüte. Denn sollte da was Interessantes bei sein, ich muss mal gerade hier noch mehr, ist ein Loch drin. Geht noch verdammt langsam die Luft raus. Dann könnte es natürlich sein, dass ich noch ein zweites Modell davon brauche. Muss ich mal schauen. Aber für den Turbo brauche ich kein zweites Modell dafür. Das steht fest. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonnieren natürlich auch, wenn ihr es noch nicht getan habt, würde mich sehr freuen. Und die Glocke aktivieren, damit ihr immer sofort was Neues bekommt. Damit ihr immer sofort eine Info bekommt, wenn ich was Neues habe. So meine ich natürlich. Sorry, ich bin nicht auf dem Damm. Wie gesagt, ich lege mich gleich auch wieder hin. Ich sehe wahrscheinlich auch nicht so fit aus. Vielleicht sogar noch weniger fit, als ich gestern war. Naja, nichtsdestotrotz bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Gräfin von Oppenstein. Tschüss.